So Freunde, kurz vor dem Video möchte ich euch noch auf meinen neuen Sponsor FIFACoinsBuy.com hinweisen. Dort gibt es einen schnellen, sicheren und wirklich richtig, richtig guten Service auf allen Plattformen FIFA 14, FIFA 15 und demnächst auch für FIFA 16. Ihr könnt den Code BROS für einen 6% Discount benutzen und jetzt viel Spaß beim Video. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu meiner FIFA 16 Karriere mit Manchester United und mir dem Simon von den Gamer Brothers. Turbulente Tage. Sehr turbulente Tage. Wir haben Wähler verpflichtet. Noch zusätzlich jetzt. Da mir Mata auf rechts sowas von gar nicht gefallen hat. Also gar nicht ist gar kein Ausdruck. Er hat mir überhaupt nicht gefallen. Jay Rodriguez können wir auch nochmal mitnehmen als Backup. Für die linke Seite. Der ist ja auch nicht so langsam. Das passt ja. Denn ich muss sagen, das hat mir nicht gefallen. Also Wähler jetzt auf rechts. Der ist da schon eine kleine Portion schneller. Andre 87, Sprintgeschwindigkeit 85. Ich glaube, Marta hat da 70 und 71. Also das ist ein bisschen, ne? Ein bisschen nicht so toll. 80 Antritt, aber nur 63 Sprintgeschwindigkeit. Ja, ein bisschen bitter. Spielen wir das so. Ich muss jetzt gleich dem guten Wähler noch eine Nummer geben. Die Frage ist, welche. Ich glaube, die 13 ist ganz gut für ihn. Ich denke mal, das können wir machen. Was haben wir denn hier? Wähler, die 18. Haben wir immer die 13. Und Leroy Sané. Den haben wir auch noch geholt. Wo haben wir ihn denn? Leroy Sané. Gibt es die 19 frei? Die hat Wilson. Nehmen wir Wilson halt die 18. Passt schon. Machen wir Sané die 19. Und Jay Rodriguez ist die 27 frei. Zack, geben wir ihm die 27. Und dann können wir auch ins Spiel gehen. Ich gucke jetzt hier noch einmal in die Taktik-Dinger da rein. Und die Anweisung. Ein bisschen. Und dann machen wir jetzt hier mal schön ausgewogen für Flanken am Strafraumrand. Depay nicht in die Mitte ziehen. Und hier auch erstmal lieber machen wir es erstmal so. Kann man hier ausgewogen und außen bleiben. Weil ich finde das mit den in die Mitte ziehen ist ein bisschen krass. Hinten bleiben. Nach vorn orientieren. Das ist schon besser. Und ich glaube, die Rechtsverteidiger und Linksverteidiger lasse ich auch mal. Mache ich nicht so krass, dass die immer überlaufen. Sonst ist es auch ein bisschen zu offensiv. Und da würde ich sagen, gehe ich jetzt ins Match. Wähler darf direkt spielen. Auswärts in Swansea. Und wir spielen jetzt mit den roten Trikots. So, und dann Sieg jetzt. Dann wäre ja so zumindest wieder alles, ja, nicht total in Butter. Aber es wäre schon wieder in Ordnung. Und deshalb starten wir jetzt einfach mal ins Spiel. In der Hoffnung, dass es... So, wir sind auswärts in Swansea. Start, die heute mit einem 4-2-3-1, Eder vorne im Sturm. OP bis letztes Jahr gewesen. Sigurdsson, der war mal bei Hoffenheim. Den Aju-Bruder, gegen den haben wir schon gegen Aston Villa gespielt. War nicht ganz so geil. Und wir heute mit einem 4-2-3-1, Wähler, der ist gerade erst gekommen. Darf direkt sein Debüt geben, in der Hoffnung, dass das besser funktioniert als mit Mata auf rechts. Ich denke mal, ich werde mit Mata langfristig, wenn überhaupt, nur auf der 10 planen. Aber da hat momentan Isco auf jeden Fall den Vortritt. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch in die Partie. Mata also auf der Bank, genauso wie Martial und Kane. Und dann würde ich sagen, los geht's, wir brauchen einen Sieg. So, Isco Balleroberung, Rooney. Heute ja wieder nur mit einer Spitze. Schneiderlin erstmal zu Shaw, ein bisschen Tempo rausnehmen, das Spiel erstmal kontrollieren. Das ist soweit erstmal der Plan. Oh, Schneiderlein mit einem Ballverlust. Vorsicht jetzt. Da dürfen wir uns jetzt hier nicht so krass rausgehen lassen. Schneiderlein muss dahin. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Rojo, Schweinsteiger. So, nach dem Sieg jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe eingekehrt. Isco. Oh, nee, 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 das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Swansea mit einem Schuss. Ungefährlich. Wir müssen hinten jetzt erstmal sicher sein. Das ist das größte Problem gewesen. Offensiv ging es ja. Nur die Tore fielen nicht. Aber naja, hinten erstmal sichern. So, Damian. Wähler, da ist der neue Mann. Und der kann jetzt auch über Tempo kommen. Ah, schade. Hat es jemand versucht, nach innen zu ziehen. Er hat den linken Fuß auch auf der rechten Seite. Damian. Isco, das ist stark. Schneiderlauf. Vielleicht mal aus der Distanz. Ja, nicht ungefährlich. So kann es doch gerne mal gehen. Nordfeld, glaube ich, ist da im Tor. Was hat ein Wähler für eine Standardwertung? Ich glaube, da ist es dann doch besser, die mal mit Depay zu treten, die Ecke. Depay, die kommt auf Rojo. Im Rückraum ist noch Rain Rooney. Ja, da spielen noch mal raus, Schneiderla. Ja, und da dachte ich, da steht ein Linksverteidiger, stand da nicht. Ja, das war hier sehr stark.
Schneiderlau auf Memphis. Depay, das macht er stark. Und jetzt der Schuss. Puh, der war knapp. Oh, Juni. Holt den Ball. Isco, richtig gut gepresst. Isco, das war mal ein guter Trick. Es ist hier hinten zu, aber der kann sich befreien. Memphis Depay und dann Nordfeld. Schweinsteiger mit Tempo, das funktioniert heute. Wähler mal. Noch nicht viel von gesehen. Wähler erst verloren und dann wieder am Ball. Wähler zieht mal in die Mitte. Wähler schießt. Rooney, der Abstauber. 0-1. Ja, so kann es gehen. Wähler direkt mal mit einer indirekten Vorlage, kann man sagen. Schießt hier aus der Distanz. Nordfeld sieht natürlich ganz, ganz, ganz schlecht aus. Aber das hat Wähler gut gemacht. Mit Tempo, mit Zug nach innen. Und dann steht Rooney da und staubt ab. Und da steht es 0-1. Das wäre dann der 6. Punkt im 4. Spiel. Es wäre nicht richtig, richtig gut. Aber immerhin, nachdem wir die ersten beiden Spiele verloren haben, wäre dieser Punkt jetzt sehr wichtig. Und bis hierhin läuft es auch sehr gut in diesem Spiel. Jetzt mit Tempo über die Außenbahn, da muss ich sagen, habe ich mich ganz, ganz schwer getan mit Mata. Ich habe es in den ersten Spielen noch versucht, so, ja, möglichst ruhig zu lassen. Aber im spätestens im zweiten Spiel ist mir aufgefallen, okay, das geht gar nicht, wenn man so langsame Spiele aus den Außen hat. Da komme ich einfach überhaupt nicht mit klar. Und hier hat Wähler mal gezeigt, warum ich gerne mit schnellen Außenspielern spiele. Obwohl Pace ja in FIFA 16 nicht mehr so krass wichtig ist. Trotzdem auf den Außenbahnen könnte man es weiterhin gebrauchen. Wähler, Annahme ein bisschen fehlgeschlagen. Trotzdem bleiben wir im Ball. Damian, jetzt sind hier auch Räume da. Denn Swansea muss mal aufmachen und nicht wir. Schneiderler, Rooney. Und da läuft Wähler, stark gemacht von Isco. Wähler in die Mitte. Wähler. Ja, das hat er gut gemacht, der Mexikaner. Nordfeld ist da, also Wähler hier mit richtig guten Akzenten von der rechten Seite. Gut geklärt. Und der nächste Konter, Wähler. Das ist natürlich auch für Konter deutlich angenehmer, wenn man da einen schnellen Mann hat. Wähler darf sich jetzt hier nur nicht festrennen, das hat er gut gemacht. Isco, wo ist Rooney? Da ist Rooney. Rooney erstmal Seite wechseln, das war gefährlich. Trotzdem Shaw kommt da hin. Depay, ja, und dann hat er auf die Mitspieler gewartet. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nordfeld, der macht hier keinen sicheren Eindruck. Auch beim ersten Gegentor. Es war nur ein Gegentor. Beim Gegentor sah er nicht so sicher aus. Swansea jetzt hier erstmal mit einer Verlagerung. Die müssen natürlich jetzt im eigenen Stadion. Wähler, das macht er gut. Das Pressing, es ist jetzt nicht super aggressiv, aber es setzt Nadelstiche. So wie hier mit Schneiderlin. Isco und Rooney. Und jetzt ist er frei vorm Tor. Rain. Rooney, Rooney, oh, es kann nicht sein. Rain Rooney, mach ihn doch. So, Doppelwechsel jetzt nochmal bei uns. Neuzugang Jay Rodriguez betritt das Feld. Für Depay und Schneiderlin, der gerade Geld bekommen hat, mit ganz viel Glück, dass es nicht eine andere Farbe der Karte war. Geht auch runter und dafür Ander Herrera. Es gibt nochmal die Ecke für Swansea. Wir müssen diese 1-0-Führung jetzt einfach irgendwie ins Ziel tragen. Jay Rodriguez natürlich auch nochmal ein Konterspieler mit seinem Tempo. Muss jetzt hier aber erstmal auch in die Defensiv-Zweikämpfe. Aju. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, gut von Rojo. Rooney. Rooney verliert die Kugel. Puh, dieser Distanzschuss war nicht ungefährlich. Und nochmal Freistoß für Swansea City. Kriegen wir hier nicht richtig raus, den Ball. Jetzt aber. Guter Kopfball. Jetzt irgendwie den Ball erobern. Irgendwie den Ball erobern und einen Konter fahren. Genau so. Rooney. Mit Ander Herrera. Herrera. Rooney zeigt an, er läuft. Rooney kommt nicht vorbei. Was war das für eine starke Grätsche von Fernandes? So, und jetzt alles nach hinten. Isco, der läuft auch mit dem letzten Fünkchen Kraft. Gomis, was eine starke Grätsche. Wähler, Isco. Wähler, auch nicht mehr viel Power, aber reizt noch für einen Konter. Wähler. Wähler, der Pass auf Isco kommt nicht an und jetzt wieder alles nach hinten. Rooney, der kann noch. Also dieser Torwart von hinten, ich weiß es nicht. Damian, nochmal den Ball erobert. Ach, Wähler. Nicht so nachlässig. Gomis. Montero.
Oh, Ball in die Spitze. Und jetzt ist es vorbei. 0-1 gewonnen, auswärts. Zweiter Sieg in Folge, wer hätte das gedacht? Nach dem schönen Tor von Wayne Rooney, Wähler mit einem gelungenen Debüt, würde ich sagen. Es war kein Spitzenspiel, aber wir haben unsere Chance dann endlich mal genutzt. Und dann geht das auch in Ordnung. 1-0 auswärts gewonnen. Und so soll es dann doch auch am Ende sein. Und damit sollten wir jetzt auch nicht mehr ganz weit unten stehen. Und das ist jetzt hier auch der letzte Transfertag, den können wir jetzt auch eben zu Ende führen. Also was Bayern alles verkauft hat, krass. Wirklich, wirklich krass. Ich habe auch nochmal zwei Nachrichten, vielleicht geht da wirklich noch irgendwas. Nee, Valdez wechselt tatsächlich nicht zu Real Madrid. War noch ein Transferangebot für Paddy McNair. Nee, definitiv nicht. Ist ein Talent, was ich erstmal trainieren möchte. Und dann schauen wir mal, ob noch irgendwas passiert. Monreal hat gesagt, er bleibt. Haben wir denn noch irgendeinen Spieler, bis auf Valdez, den wir dann eigentlich verkaufen wollten? Ich glaube nicht, wir sollten soweit fertig sein. Ne, wir sind jetzt Smalling losgeworden, Fellaini auch. Mit Sané für 4 Millionen nochmal ein richtig gutes Talent gekriegt, was wir auch richtig schön trainieren können. So, und dann können wir jetzt wirklich einigermaßen beruhigt in die Saison sozusagen gehen. Transfergebot nochmal für Valdez, 13 Millionen für Barcelona. Eine Barcelona-Rückkehr, da sagt er bestimmt nicht nein. Und das nehme ich dann auch an, kann ich ihm gerne ermöglichen. Das gibt nochmal Geld vielleicht für eine Winterpause. Weil wir brauchen ihn ja wirklich nicht. Wir haben auch noch Romero, genau. Und jetzt ist Valdez auch weg. Tatsache, Transferangebot für Juan Mata, 34 Millionen PSG. Da müsste jetzt was Hohes kommen. Am letzten Transfertag, 65 vielleicht. Aber das wäre mir jetzt zu niedrig. So, und die sagen, nee, ist zu teuer. Dann können wir jetzt auch so in die Saison gehen, ohne dass noch irgendwas passiert. Manchester City verhandelt mit Atletico Madrid über Godin. Das ist gerade irgend noch. Ramirez zu Norwich, Trade zu Bayern, Bruma zu Leicester City. Oh, Lacazette für 56 nach Tottenham und Alaba nach Menu. Was machen denn die Bayern? Was machen denn die Bayern? Jetzt habe ich es abgelehnt. Die verkaufen ja alles. Also Bayern hat jetzt Müller, Boateng, holy shit, Müller, Thiago, Boateng und Alaba verkauft. Also, das ist krass. So, Chelsea hat richtig heftig eingekauft. Boateng, Villar, Dos Santos und Romero. Krass. BPL-Vereine alle nochmal eingekauft. Müller und Widmer hat sich City gegönnt. Ja, bei uns war richtig was los. Also ich möchte jetzt einmal mir den Bayern-Kader angucken. Weil das ist gerade ein bisschen heftig. Was haben die denn getan? Die haben ja alles verkauft. Und da irgendwie nur diesen popligen Fred geholt, wie es aussieht. Also das ist gerade krass. So, die haben jetzt im Angriff Assale geholt. Aber kann der irgendwas? Kenne ich gar nicht. So, Müller abgegeben. Dann Fred geholt. Okay, alles klar. Aber sonst wirklich nichts. Und dann noch Sturgeon. In der Verteidigung. Steinhardt. Also, ich weiß ja nicht, aber was macht Bayern denn? Verkaufen hier 4 ganz wichtige Säulen des Kaders. Krass. Bei Bayern ist gerade Sommerschlussverkauf, wie es aussieht, hier am letzten Transfertag. Und somit können wir das jetzt hier auch abschließen. Und eine neue Einheit machen. Depay hat 83. Krass. Aber bei Depay geht ja richtig ab. Lingard, Pereira, Wilson. Ich würde gerne McNair trainieren. Da machen wir dann aber Abwehr schön. El Rondo schwer. Lingard machen wir auch lieber was Schweres. Können wir dann machen. Durchsetzen. Zack, wir machen durchsetzen. Bei Martial oder Martial. Chancenerarbeitung ist das schwer. Ist es. Das zieht am meisten. Bei Wilson Schussgenauigkeit, das können wir so lassen. Und bei Depay Tempo-Dribbling. Also der verbessert sich ja jetzt hier wirklich rasant. Das gefällt mir. Wir müssten Sané theoretisch auch mal trainieren. Das mache ich dann ab nächsten Mal. So, und bei Martial geht es auch gut voran. Und der entwickelt sich fast auf 78. Wilson auf 67 hoch. Also, das passt echt mit dem Training. Das ist richtig, richtig stark. Und wir haben jetzt, glaube ich, erstmal sogar eine Woche Ruhe. Bevor irgendwas passiert. Tatsache. Er war ja auch Nationalteams, genau. Länderspielpause. Hat auch mal gute Seiten. Wir haben jetzt nur keinen rechten Verteidiger, ne? Wir haben jetzt echt, das habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Holy shit, wie einfach 9 von 11 Spielern weg sind.
Haben wir noch einen rechten Verteidiger, aber den kann ich mir zur Not. Kann er McNair spielen? Kann da, ich glaube Jones kann da spielen, ne? Genau. Dann passt das ja. Aber ich will ja sowieso jetzt noch was bei der Jugend machen und das mache ich auch mal einmal kurz. Da kann man doch noch nach einem Scout gucken. Zack, 5 Sterne, 5 Sterne. Die sind aber günstig. Holy shit, 4 Millionen nur. Da hole ich mir dann direkt 2 von. Zack. Also da haben wir jetzt nochmal richtig gute Jugendarbeit, die ich auch unbedingt machen wollte. Da machen wir die jetzt mal hier schön in England. 9 Monate lang. Und da machen wir die nochmal wo? Irland oder Schottland? Kommen wir mal Schottland. Zack. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das ein oder andere gute Talent raus. Oh, wir können neues Training machen. Und dann geht's im nächsten Spiel auch schon gegen Liverpool. Das ist dann schwer. Also wenn wir das gewinnen, dann sind wir wieder gut dabei. Rooney hat sich auf 87 entwickelt, sehe ich gerade. So ist es schon ein bisschen Abstand. Liverpool ist mit, ja, einen Punkt mehr gestartet. Also bei uns, klar, die Niederlage war natürlich auch irgendwo unglücklich, aber am Anfang, es war schon krass. So, ich glaube, ich nehme Depay mal raus und bringe mal Sané, der sich auch schon auf 71 entwickelt hat, stark. Was machen wir denn da? Da machen wir mal Ausdauer. Und dann das nächste Training. Die Jugendspieler immer schön fördern. Und dann geht da vielleicht auch was. So. Oh, das sieht ja alles ganz gut aus, bis auf Bellingard. Und Martial sollte jetzt auch demnächst auf 78 hochgehen. Das passt doch. Das passt doch. Wir haben noch eine Nachricht aus Italien. Ist erstmal egal. Und schauen einmal kurz in den Teambericht rein. Denn da hat sich jetzt wirklich schon was getan. De Gea auch schon ein bisschen verbessert. Damian auch. Das passt. Schweinsteiger auch auf 87 hoch. Schneiderlin auch auf 83 hoch. Wähler auf 83 hoch. Da haben wir doch hier einen guten Spieler geholt. Depay auf 83 hoch. Krass. Isco. Oha. Isco verbessert sich richtig gut. Und Rooney auch. Hat er auch schon 3 Tore in der Barclays Premier League gemacht. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Martial ein bisschen. Kane auch ein bisschen. Auch wenn er noch nicht viel getroffen hat. Wir müssten auch mal Phil Jones dann tatsächlich mal spielen lassen. Wie sieht's bei unseren restlichen Kollegen aus? Jay Rodriguez? Noch nicht. Leroy Sané. Na, da geht's langsam für 4 Millionen. Was ein Schnäppchen. Den können wir auch mal, den kann man wirklich gut in der zweiten Hälfte bringen. Ihr kennt's ja. Ne? Außer Bundesliga momentan. Sané wird immer so in der 70. Minute gebracht und dann, let's go, wird er einfach eingewechselt und darf die geilen Konter machen. Wir haben ja Januzaj auch noch. Da ist es gar nicht schlecht, dass wir nicht noch ein linkes Mittelfeld geholt haben, wenn wir den nächstes Jahr eh wieder bekommen. Das passt, so. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal und sage wie immer, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und tschüssi. Also, es geht wieder aufwärts. Macht's gut.